Regionalgruppenveranstaltung, die jetzt nämlich ganz aktuell schon eine Partei gegründet haben. Und das finde ich ganz toll, weil es war ja ganz lange die Frage, ja, was ist denn der Aufruf, wo geht's mit euch hin und so weiter, seid ihr jetzt eine Partei oder was macht ihr überhaupt? Wir haben gesagt, nee, wir wollen ja wirklich den Raum und ja, den Raum zur Verfügung stellen. Vorsicht. Bitte mal gerade diese Treppe hochgehen. Dass es entstehen darf, und das ist auch das weibliche Prinzip, einfach alle einzuladen, da zu sein, zu informieren, sich zu verbinden und zu vernetzen und dann einfach zu warten, aufzunehmen und zu schauen, was da so entstehen möchte, ohne zu wissen, wo es hingeht. Ja, ich finde ganz toll, dass ihr da seid. Vielen Dank. Hallo und grüßt euch alle zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag ist es ja mittlerweile. Mein Name ist Claudia Graus. Ich komme aus dem Würzburger Landkreis und bin Gründungsmitglied der Partei Union der Menschlichkeit. Im Namen aller Gründungsmitglieder möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken, dass ich unsere Partei Union der Menschlichkeit heute bei euch vorstellen darf. Kurz zum Ablauf. Beginnen wird Heiko Herbert mit einer kurzen musikalischen Darbietung, so wie wir das auch immer machen, wenn wir unsere Arbeitstreffen haben, einfach um in die innere Ruhe zu kommen und unsere Herzen zu öffnen. Danach erläutert kurz der Initiator Bernhard Hein, warum es zur Gründung noch einer Partei, wo es doch schon so viele gibt, kam. Zum Abschluss informiert euch Hans Hörner über die Inhalte unseres Programms. Eine Bitte habe ich noch an euch, nach der musikalischen Darbietung nicht zu klatschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte, Heiko.
Liebe Freunde, ich möchte euch auch hier recht herzlich begrüßen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Hein. Ich komme aus Schweinfurt und ich bin Initiator der Partei Gründung Union der Menschlichkeit. Unsere Partei hat den Zusatznamen Bewegung zum Wohle aller und ich bin dort der stellvertretende Bundesvorsitzende. Ich freue mich, dass ich hier euch diesen Beitrag hier präsentieren darf. Ich habe bisher mich für die Politik immer interessiert, aber habe nie aktiv daran teilgenommen. Ich habe in diesem Jahr entschieden, was zu tun. Ich hatte mich im Januar diesen Jahres in die Vorstandschaft einer freiheitlichen Partei wählen lassen und habe dort mit Parteiarbeit gemacht. Nach 4 Wochen habe ich erkannt, dass ich dort nichts bewegen kann, dass nur die Struktur der vorhandenen Partei Satzung zählt und dass hier keine Veränderung in keiner Weise möglich ist. Kurz entschlossen habe ich meinen Rücktritt erklärt und habe mich hingesetzt, habe eine Parteisatzung, ein Programm, eine Schiedsgerichtsordnung und eine Beitragsordnung erstellt und habe mit den hier anwesenden Gründungsmitgliedern die Partei gegründet. Das war am 21.04., also nicht mal 2 Wochen her, und wir haben dort die Bundespartei gegründet und an dem gleichen Tag noch die Landespartei vollzogen. Wir sind also hier innerhalb von 14 Tagen, wie gesagt, präsent. Das war für uns ein erster großer Schritt, weil die Organisation, eine Partei zu gründen, bedarf vieler Formalien. Es gibt das Parteiengesetz, nach dem man also alles ausrichten muss, um auch dort anerkannt zu werden. Wir wollen dann weitere Landesverbände gründen in den einzelnen Bundesländern, um bei der Wahl am 22.09. teilhaben zu dürfen, damit wir uns möglichst schnell verbreiten, unser Gedankengut rüberbringen. Deswegen sind wir heute hier und hoffen, dass wir den einen oder anderen mitbewegen können, uns zu helfen, damit wir gemeinsam stark sind. Viele von uns erfahren von oben nur, was wir alles machen dürfen oder müssen. Und alle Parteien haben in ihr Programm nur die Partei und die Satzung und das Fortgeschriebene, was immer wieder erneuert wird in den jährlichen Parteitagen, aber keine richtige Zustimmung für die Menschen, dass sie auf die Menschen eingehen und sagen hier, wir wollen was verändern. Wir tun es im kleinen Kreise immer, aber nach oben hin wollten wir eine Partei gründen, dass wir die Menschen mitnehmen können und sagen hier, wir sind oben Partei, wir wollen für uns alle machen. Wir haben in unserem Parteinamen den Zusatz Bewegung zum Wohle aller. Und damit verraten wir eigentlich schon unsere Gesinnung, das war aber Absicht. Und ich hoffe, wir schaffen es, dass wir zum 22.09., wenn die Bundestagswahl hier ist, uns vertreten fühlen mit einer Mehrheit, also mit einer leichten Überwindung der 5%-Hürde, dass wir dort oben auch mitbestimmen können. Das bisherige Alternativlose kommt aus der Abhängigkeit, in der sich nicht nur unsere Politiker haben bringen lassen. Wenn wir gemeinsam dies verfolgen, können wir viel verändern. Wir haben viel Kompetenz hier. Überall sind Fachleute da, die sich in dem Gebiet auskennen und alles machen. Und wenn wir hier uns bündeln und gemeinsam zusammenarbeiten, erreichen wir auch was. Und die Zustimmung der Leute, die jetzt schon nicht mehr wählen wollen, dass sie sagen, es kommt ja sowieso nichts von oben runter. Wenn wir hier den richtigen Ansatz finden, gemeinsam die Leute wieder mitzubewegen, zur Wahl zu gehen und zu sagen, wir wollen unseren Willen dahingehend verändert sehen, dann werden wir das auch erreichen. So wie das jetzt aussieht, ist der Name Union der Menschlichkeit im Alphabet ziemlich an letzter Stelle. Es gibt ja dann etwa 25 Parteien, die wieder zur Wahl antreten werden, und wenn wir die Letzten sind, die auf dieser Partei mit dem Buchstaben U unten sind,
nicht die Ersten, aber auch nicht die Letzten sein werden, dann haben wir doch schon viel erreicht. Ich hoffe, ich habe Sie mit diesem Parteiprogramm etwas neugierig gemacht und wir wollen Ihnen dieses jetzt hier vorstellen. Dazu bitte ich den Herrn Hörner ans Mikrofon und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Mein Name ist Hans Hörner. Ich bin von Beruf Bauingenieur und auch beschäftigt in einigen Projekten im Bereich der Energietechnik und bin auch Gründungsmitglied der Union der Menschlichkeit. Ich will es euch ganz ehrlich sagen, wir haben lange gerungen, ob wir überhaupt eine Partei gründen sollen. Wir sind alles vom Herzen her unpolitische Menschen, also Menschen, die lieber vor der eigenen Haustüre kehren und bescheiden ihre Arbeit machen, vernünftig und im kleinen Bereich. Aber wir hätten nie daran gedacht, dass wir einmal diesen Schritt gehen im Äußeren. Ich werde euch genauso fragen, braucht es eine neue Partei? Und wir kamen zu dem gleichen Ergebnis. Parteien, die bisher die sich selber gefallen, die sich selber nur auf der Bühne feiern und letztlich das machen, was die Menschen nicht wollen und im Grunde uns verraten, schon seit Jahrzehnten, diese Parteien brauchen wir nicht. Und deswegen ist es auch nicht wirklich die Partei, die wir jetzt aufgestellt haben, die was bewegen wird, sondern der Geist. Es geht nur über einen neuen Geist, ein neues Bewusstsein. Und das ist das, warum wir eben diesen Begriff auch gewählt haben, Union der Menschlichkeit. Auch da haben wir uns lange überlegt, was sollen wir nehmen, welchen Namen können wir hinaussenden, um damit auch ein Signal zu geben. Und wisst ihr, es gibt auch für uns oder für euch immer diese zwei Möglichkeiten, wenn eine Situation im Äußeren unerträglich wird oder im Leben. Entweder ich entziehe mich dieser Situation, der Problematik. Ich kann aus dem System ganz rausgehen, ich kann den Beruf wechseln, ich kann die Stadt verlassen, den Partner, oder ich kann auch das ganze Land, die BRD verlassen. Oder ich bleibe in dieser Situation, mache meine eigenen Hausaufgaben, sprich ich kehre vor meine eigene Tür, gucke, dass ich aus der Resonanz mit dem Problem heraustrete und dann aber mit einer neuen Kraft aus dem Herzen heraus, aber mit Klarheit in diese Situation hineinwirke, damit etwas anders passieren kann. Sprich, dass wir aus dem Kampf herausgehen. Und wir haben es wirklich dazu durchgerungen, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir nicht warten, bis irgendwann da oben etwas verändert wird oder bis so viele aus dem System raus sind, dass es was Neues geben muss. Das kann auch heißen, dass es Revolution gibt, wenn jeder sagt, schauen wir mal, was passiert. Es war immer in der Geschichte so, da wurde kräftig mitgemischt, das Volk geht auf die Straße und irgendein Dritter hat sich dann gefreut und hat es dann so kanalisiert, dass es schon dahin ging, wo die Machthaber es haben wollten. Das heißt, wir nehmen unsere Verantwortung ernst und sagen, da wo wir stehen, da machen wir was. Und vor allem, was uns und auch mich persönlich bewegt, ist, wer soll denn anfangen? Wie lange wollen wir noch warten? Wenn wir in Deutschland schauen, es gibt so viele wunderbare Menschen mit einem tollen Bewusstsein, mit super Ideen, es gibt Lösungen ohne Ende, es gibt Initiativen, aber wer soll den Anfang machen? Auch politisch gesehen. Und ich habe gestern Abend noch mich vergewissert, was Politik eigentlich heißt. Im Griechischen gibt es das Wort Polis und Politis. Das heißt zum einen die Stadt und die Bürger. Heißt, Politik ist etwas völlig Menschliches, nämlich da, wo die Menschen zusammenleben, dicht gedrängt, nicht auf dem Bauernhof. Da müssen sie sich organisieren und das Gemeinschaftsleben organisieren. Mehr ist es nicht. Das heißt, wir sollten da einfach auch diese Einfachheit und Klarheit in die Politik bringen. Sprich, jeder Mensch, auch der kein Politiker ist, nicht von Berufs wegen, kann da eigentlich mitreden, weil er weiß doch, wo es lang geht. Und im Endeffekt haben doch viele von uns erkannt, wir sitzen alle im gleichen Boot, nicht nur in diesem Land, auch auf der ganzen Erde. Und wenn wir nicht gemeinsam anpacken und es schaffen, dass wir es gemeinsam machen, dann werden wir es nicht schaffen, auch nicht über den Kampf. Auch nicht, wenn die Partei sagt, ich habe das richtige Programm. Und wenn wir sagen, wir haben das richtige Programm, wäre da auch wieder was falsch. Und wir wollen diesen Geist rüberbringen, quer durch alle Parteien, quer durch alle Bevölkerungsschichten, Berufsgruppen und so weiter. Es geht um uns und deswegen haben wir im Programm auch als Mittelpunkt den Menschen. Es geht um die Bedürfnisse des Menschen
damit ganz eng verknüpft ist natürlich auch, dass es den Tieren, den Pflanzen, der Umwelt gut gehen muss. Weil wie kann es unseren Engeln gut gehen, wenn wir heute die Erde mit Füßen treten? Ja, und vielleicht geht es euch oder so manchem hier ähnlich wie auch mir, warum ich jetzt hier stehe, warum bin ich selber dabei. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben lang mich mit vielen Themen beschäftigt, die ich sehr spannend fand. Naturheilkunde, Medizin, Quantenphysik, Bewusstseinsentfaltung, Energietechnik. Ich habe mich auch, dazu stehe ich, seit meiner Jugend regelmäßig damit beschäftigt, wie kann ich mein eigenes Bewusstsein entfalten, wie kann ich es befreien aus all den Prägungen, die wir in der Kindheit alle mitbekommen haben, nicht nur Prägungen, auch Verletzungen. Und das Ergebnis ist das, dass erst wenn wir unsere eigenen Themen, unsere eigenen Filter durchlichten und frei machen, erst dann können wir sehen, was hier in der Welt geschieht. Dann können wir auch die Lügen und Manipulationen durchschauen. Dann können wir aber reagieren, ohne wieder mit Kampf und Streit und Aggression zu reagieren, weil diese Dinge sind hier im Bauch verankert, in den Ängsten, in den Verletzungen, sondern wir reagieren aus der Klarheit heraus. Und ich kann auch noch, das ist mir gerade eben, wie ich da stand, gekommen, wenn wir, ich habe ein Leben lang immer vor der eigenen Haustür gekehrt, ich war so ein sehr friedliebender Mensch, habe immer geguckt, wo ist mein Anteil. Aber wenn ihr das lange genug gemacht habt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr sagt, jetzt muss ich auch mal aufstehen und mein Wort erheben und was sagen. Weil es hat auch mit Verantwortung zu tun, wenn ich die Zustände anschaue und nichts tue. Und irgendwann fragt mich einer, warum habt ihr denn nichts getan? Warum habt ihr die Atomkraft zugelassen? Warum habt ihr es so weit kommen lassen? Und da fällt mir dieses Bild ein, das kennt ihr alle, von dem Frosch, der ins kalte Wasser geschmissen wird und dann wird die Flamme drunter angemacht. Der kommt nicht mehr lebend raus. Der wird so langsam gar gekocht, dass er nicht mehr die Chance hat, rauszukommen. Und das ist das, was mir wehtut, wenn ich mit meinem Blick, den ich mir heute angeeignet habe, die Menschen sehe. Sie merken es nicht mal, was mit ihnen passiert. Die merken nicht, dass diese Freiheit, in der sie sich wählen, diese sogenannte Demokratie, nur noch ein ganz dünnes Eis ist. Und die Weichen sind alle gestellt, dass dieses Eis bricht. Deswegen braucht es die Menschen, die Klarheit haben, aber nicht mehr aus dem Kampf heraus, sondern aus der Wahrhaftigkeit heraus, aus dem Herz heraus, auch aus der Vereinigung, sagt man, Verstand und Herz oder eben männlicher und weiblicher Energie. Und es kann ruhig sein, dass wir dann auch mal klare Worte sagen, aber das hat nichts mit dem Kampf im Äußeren zu tun, sondern mit dieser Wahrhaftigkeit und diesem Eintreten dafür. Und wie soll denn jetzt dieses neue Miteinander aussehen? Also unsere Vision ist die, dass wir ansteckend wirken. Wir wollen nicht die Partei sein, die Menschen verändern oder die Gesellschaft verändern, sondern wir wollen die erreichen, die alle schon längst da sind und warten. Und da gibt es so viele gute Menschen, aber die haben ja keine Wahl bei der nächsten Bundestagswahl, weil sie sagen, ja, da habe ich keine Partei, die ich wählen könnte. Wo ich das Gefühl habe, da passiert was in die Richtung, wo ich es mir wünsche. Also wir müssen diese Chance oder diese Möglichkeit geben. Und die zentralen Punkte, wie gesagt, sind, dass wir das Wohl aller in den Mittelpunkt stellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, in einer Entscheidungssituation im Kleinen, in der Familie, ist das ja eigentlich schon normal oder ist das normal, aber auch in einer Firma, in einer Gruppe, wenn wir bei jeder Entscheidung fragen, wie können wir die Entscheidung möglichst so treffen, dass es allen dabei gut geht. Allen. Da ist kein Platz mehr für den Egoismus von einem, der die Millionen abschöpfen will oder für jemanden, der unbedingt seine Vorstellung durchsetzen will, wenn es allen gut geht. Ja, ihr werdet jetzt merken, da geht es in eine ganz andere Richtung und das wird auch etwas sein, was die Menschen oder die Gesellschaft polarisieren wird, weil die Entscheider und diejenigen, die bisher am Ruder waren, die müssen sich offenbaren, die müssen klar bekennen, sind sie fürs Gemeinwohl und im Endeffekt ist es in den Menschen, auch in unseren Grundrechten doch verankert, dass der Staat, und wir gehen noch einen Schritt weiter, dass die Wirtschaft den Menschen dient und nicht umgekehrt. Nicht wir sollen uns nach dem Markt richten und wir sind diejenigen, die alles abgeben, damit die da oben das Geld wieder dahin schieben, wo sie ihre Politik machen. Es ist umgekehrt. Die Politik dient doch den Menschen. Das war doch der Ausgangspunkt damals, zumindest von der griechischen Sprachwurzel her in Griechenland. Und was eben wichtig ist, dass dann automatisch auch die Umwelt dabei ist, weil es soll ja auch unseren Engeln gut gehen. Insofern ist die Union der Menschlichkeit keine übliche Partei, hoffentlich nicht, weil sonst bin ich der Erste, der sagt, wir müssen was ändern oder wir hören auf, weil sonst wäre ich auch nicht hier dabei. Ich möchte ein paar Themen ansprechen, über die wir uns Gedanken gemacht haben und diejenigen von euch, die hier schon öfters in Alsfeld waren, wir sind ja zum ersten Mal da,
Die werden vielleicht merken, ja, das klingt ähnlich. Das ist kein Zufall, weil natürlich auch wir Menschen sind, die seit Jahren oder Jahrzehnten sich die Zustände anschauen. Und ich gehe davon aus, dass es mehr als 5% Menschen in Deutschland gibt, die spüren, wo es hingehen solle, die diese Auffassung haben. Und von daher ist das Potenzial wesentlich größer. Ausgehend von diesem Grundgedanken, dass Staat und Wirtschaft den Menschen dienen sollen, ist für mich das ein Punkt zum Beispiel Gesetzesvielfalt vereinfachen, damit wir nicht uns darin verstricken, dass sie einfach sind und vor allem, dass sie an den Grund- und Menschenrechten ausgerichtet sind. Das hört sich sehr lapidar an, wer sich mit diesem Thema beschäftigt, wird merken, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist und es eher ein Glücksfall, dass die Grundrechte noch eingehalten werden. Ein weiterer Punkt, so wie wir als Bürger uns in unserer Verantwortung stellen müssen für die Arbeit, die wir tun. Wir unterschreiben was. Ich bin auch Unternehmer. Ich schäme mich überhaupt nicht dafür, weil ich finde, Geld verdienen ist eine völlig prima Sache. Es geht ja letztlich darum, dass jeder in sich ein Potenzial trägt. Wenn er in der Firma als Angestellter selbstständig arbeitet, ist das Gleiche. Letztlich ist nur ein anderes Vorzeichen. Aber so wie der Einzelne Verantwortung trägt, als in der Familie oder im Unternehmen, sollten auch die Staatsbediensteten in ihrer Verantwortung gemessen werden und darauf angesprochen werden, wie wäre es, wenn ihr euch mal nach einem Grundrecht haltet. Ja? Und das gehört einfach auch dazu, dass wir das spiegeln, aber nicht aus dem Kampf, sondern als Angebot. Ein weiteres ist, dass die Steuergesetze vereinfacht werden müssen und am Grundrecht ausgerichtet werden. Das heißt, die Freibeträge müssen wesentlich höher sein, weil die Besteuerung darf nicht dazu führen, dass Menschen oder Firmen in Ruin getrieben werden. Ein großer Punkt ist das Geld- und Bankensystem. Wir sind der Meinung und viele von euch auch, das ist nicht Gott gegeben. Das haben Menschen, sehr schlaue und mächtige Menschen, irgendwann mal so eingerichtet. Und alle, die studieren, die wissen gar nicht, dass es anders sein kann. Wir gehen davon aus, wir können das Geld- und Bankensystem so ändern, dass es uns dient. Das führt ganz schnell dazu, dass wir uns abwenden müssen von Werten, von Zahlenwerten, die es nicht gibt. Zinsschulden sind eine reine Illusion, erzeugen nur Macht und das Geld wird nach oben abgegeben. Auch Kredite, die nicht von Sachwerten gedeckt sind, sind ebenso eine Illusion. Und wenn wir das alles weglassen, ihr glaubt nicht, wie viel Geld frei wird, wie viel Fülle, Wohlstand für alle da ist. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Diese Fülle könnten wir verwenden, dass die Menschen in Würde leben können, dass sie nicht durch Hartz IV gedemütigt werden oder 1-Euro-Jobs, sondern dass sie eine Grundsicherung bekommen, die dazu reicht, dass sie wirklich in Würde leben können. Und dann wird so viel Potenzial frei, da hat keiner mehr wirklich Lust, den anderen zu beklauen oder sonst irgendwas zu machen. Und wir können uns das leisten, weil es ist wirklich für alle da genügend Nahrung, genügend Wohlstand. Was in dem Zusammenhang, da gibt es ein wunderbares Zitat von Mahatma Gandhi: Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Dann, was uns ganz wichtig ist, die Landwirtschaft. Wir haben es eben schon gehört. Ich mache es ganz kurz. Gifte und Gentechnik gehören nicht in die Landwirtschaft. Im Endeffekt ist es günstiger, wir verzichten auf diese Gifte und Gentechnik, auf die ganze Forschung dahinter, weil Gesundheit ist das höchste Gut und die können wir in 2-3 Generationen noch dringender brauchen und eine gesunde Umwelt, gesunde Lebensmittel spricht für sich, dann geht es uns auch allen gut, auch den Bodenlebewesen. Großes Herzensanliegen von mir ist das Gesundheitssystem. Ich sage es bewusst Gesundheitssystem, weil ich mich schon immer damit beschäftigt habe. Die Schulmedizin, das sollte man einfach mal ganz klar und laut sagen, ist ein kleiner Abschnitt in einem riesigen, gewaltigen Spektrum. Ist auch eine sehr junge Disziplin, beschäftigt sich hervorragend mit der Symptombekämpfung. Das ist gut bei der Erstversorgung, aber schlecht, wenn wir krank sind. Und es ist ein Skandal, dass es so viele hervorragende alternative Heilweisen gibt, die nicht von gesetzlichen Krankenkassen akzeptiert werden. Wir hätten da sofort die Lösung. Und wir bräuchten auch keine Angst mehr haben vor Krankheiten wie Krebs, weil es gibt Erkenntnisse, die sind 50, 60 Jahre alt. Wenn wir die in der Vorsorge berücksichtigen, dann hätten wir vielleicht von den Menschen, die heute daran sterben, könnten 95% leben und zwar noch gesund und auch noch nach 5 Jahren. Was mir heute noch gekommen ist auf dem Herweg, wir haben ein Bildungssystem, von dem führende Gehirnforscher sagen, wenn ein Kind die Schule durchlaufen hat,
haben wir 90% seines Potenzials kaputt gemacht. Das ist leider nicht zum Lachen. Mir ist dann dazu gekommen, ja, es heißt doch immer, wir nutzen nur 5-10% unseres Gehirnpotenzials. Also wäre es doch ganz einfach, wenn wir den Kindern, und ich sage, diese Dinge gibt es doch alles, wenn wir denen eine Möglichkeit geben, was ihr Potenzial entfalten können. Dazu gehört es natürlich auch, dass es bewusste Eltern gibt, die nicht 1:1 ihre ganzen Programme weitergeben. Die sind natürlich komplett überfordert, aber vielleicht gibt es auch mal Gemeinschaftsformen, wo die Großeltern mitmachen können, die da etwas ausgleichend wirken. Dann wäre da ganz viel gewonnen. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, und das ist mit dem Gemeinwohl, das ist das Stichwort übrigens, auch wenn wir nämlich aufhören, immer Rechte einzufordern, ich will Recht haben, ich will mein Recht bekommen. Es gibt auch Menschenpflichten, da haben ganz führende Vertreter, auch damals der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt unterschrieben, weltweit. Es gibt Menschenpflichten, das heißt, wir haben eine Verpflichtung, dass wir uns gegenseitig so behandeln, dass es uns gut geht. Und dann kommen wir automatisch ins Gemeinwohl. Beim Gemeinwohl gibt es keine Verlierer. Und wer schon 10 Millionen hat, gut, der kann doch vielleicht mal auf die Hälfte verzichten, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Was mit dem Gemeinwohl nicht vertretbar ist, dass wir Ideen, Patente, geniale Lösungen in den Schubladen liegen haben. Die wurden irgendwann aufgekauft, die Erfinder, die hatten keine Möglichkeit bekommen, die hinauszubringen in der Technik, im Fortschritt. Und wie wäre es denn, wenn der Staat sagt, okay, es ist meine Aufgabe als Staat, dass diese Patente wieder aufgekauft werden, dass wir unsere schützende Hand über die Erfinder legen und diese Dinge werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Glühbirne, die nicht mehr kaputt geht, ein Auto, was fast keinen Sprit mehr braucht und so weiter, erkennt vielleicht diese Dinge. Und da sind wir gleich bei der Energieversorgung. Der ganze Trend der regenerierbaren Energien ist im Endeffekt, ich sage es mal ganz mutig, das ist Mittelaltertechnik. Das ist ein Übergang, wo Steuergelder und private Vermögen umgeleitet werden in die Herstellerfirmen, die Geschäfte machen, und in die Banken. Letztlich ist es ein riesiger Verbrauch an Ressourcen, an Rohstoffen, an Arbeitskraft, an Landfläche, auch an Umweltgesundheit. Wir könnten längst viel weiter sein. Es gibt seit Jahrzehnten immer wieder Menschen mit genialen technischen Entwicklungen und selbst Professoren, die auf diesem Gebiet Beweise liefern, bekommen kein Geld für öffentliche Forschung. Mhm. Und das sind Dinge, wo wir einfach ganz klar auch einfordern müssen. Wir wollen in diese Richtung, wir wollen uns da nicht mehr verschaufeln lassen, weil dann geht es uns auch besser. Ganz wichtig ist uns auch die Wasserversorgung, Stromversorgung, Kommunikationstechnik, auch das Verkehrswesen, teilweise schon privatisiert, die Weichen sind gestellt, dass es weitergeht, ist letztlich auch etwas, was nicht den Menschen dient, sondern den Konzernen, weil die sind an Profit orientiert. Und es macht Sinn, dass der Staat oder die öffentliche Hand solche Dinge bewahrt und fördert, damit jeder die Möglichkeit hat, zu günstigen Preisen gesundes Wasser zu bekommen. Und ihr kennt wahrscheinlich auch die Hintergründe, dass es sehr berechtigt ist, diese Dinge anzusprechen. Diese Liste könnte ich unendlich fortsetzen. Ich merke auch, dass die Zeit wahrscheinlich dann auch dazu nicht reicht. Was uns wichtig ist, dass wir uns einfach prüfen, wie lange wollen wir schauen, wie geht es weiter oder warten, dass irgendetwas passiert, oder wollen wir einfach anfangen und sagen, ich mache damit, aber nur so weit, dass ich mein Potenzial einbringe, sprich, dass ich Freude habe. Ich erzähle es da weiter, wo ich ein gutes Gefühl habe. Ich bringe da was Kleines ein, wo ich Freude habe. Ich werde den oder den anderen ansprechen. Das heißt, dass wir in die Tat gehen. Und ich kann euch sagen, wir sind nicht wenige. Wir sollten uns da überhaupt nicht beeindrucken lassen. Es sind ganz viele. Und ich habe so den Eindruck, dieser Geist des Gemeinwohls, dass etwas endlich zum Guten passiert und dass viele bereit sind, dafür was zu tun, der liegt in der Luft. Und der liegt auch in unserem Herzen. Und da ist jeder Einzelne gefragt. Und davon gibt es sehr viele Menschen hier in Deutschland. Wir sind Visionäre, wir haben natürlich Ziele aufgestellt, ihr in Alsfeld genauso. Wir haben schon die Reaktion bekommen, ja, das kann man doch nicht umsetzen. Ist das ein Grund zu sagen, dann mache ich nichts, und was soll ich dann meinen Enkeln sagen? Ist alle Menschen, die hier auf der Welt etwas Positives bewegt haben, haben als Einzelne angefangen, haben diese Kraft gehabt. Und diese Kraft, die kommt nicht aus dem Kämpfen, die kommt wirklich aus dieser Vision. Irgendeiner in Amerika hat auch gesagt, aus diesem Traum, ja. Aber Traum ist für mich, jeder kann sein Wort wählen, wer will, aber letztlich geht es darum, diese Kraft zu haben, über die Widerstände hinwegzuschauen und vielleicht auch das Herz und die Klugheit, all die heute noch dagegen sind, als
die Menschen zu sehen, die halt noch keinen klaren Blick haben, die noch aus Angst oder Einschüchterung fehlendem Vertrauen noch an dieser Macht und an diesem Profit festhalten. Die merken es dann halt sehr viel später, wie schön es ist, dass es allen gut geht. Und ich denke, es ist alles gesagt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und macht mit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dem habe ich gerade gar nichts hinzuzufügen. Du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Vielen Dank. Und dafür gehen wir jetzt für 5 Minuten in die Pause. Vertretet euch ein bisschen die Beine, vielleicht einen Kaffee. Und ich bitte Jakob Hinrich, sich bei mir zu melden, wenn er denn da ist. Oh ja, da kommt er. So, bis sich die Letzten gesetzt haben. Stell ich schon mal vor, Jakob Hinrich wird uns was erzählen über solidarische Landwirtschaft, wie quasi das Produkt dann zum Menschen kommt, wie wir uns da auf eine Form von Vernetzung ist das, oder? Aber erzähl bitte selber. Ja. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Schön, wieder hier zu sein. Ja, Hinrich Jakob mein Name, also Hinrich ist der Vorname, Jakob der Nachname. Bin Landwirt und ja, darf mit meinen Eltern zusammen einen kleinen Demeterhof in der Nähe vom Dümmer See bewirtschaften. Ja, und seit dem letzten Jahr beschäftige ich mich intensiver mit dem Thema solidarische Landwirtschaft und auf unserem ersten Treffen hier von der Regionalgruppe Ostwestfalen-Lippe in Herford, ja, war ich freudig überrascht auch, dass das eben anscheinend für viele ein sehr wichtiges Thema ist. Wie komme ich wieder in die Verantwortung für meine Nahrung? Kann ich das selber übernehmen? Also, wie kann ich Verantwortung übernehmen für eine gute Tierhaltung und so weiter und so fort. Und ja, das Wesentliche einer solidarischen Landwirtschaft ist eben, dass der Bauer nicht mehr auf den Markt geht und seine Sachen verkauft und dass der Kunde nicht mehr zum Markt geht und seine Sachen kauft oder in den Hofladen, sondern dass der Bauer Landwirtschaft betreibt und seine Ernte zur Verfügung stellt, eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam mit ihm ja, diesen Fleck Erde gestalten wollen. Und das heißt, die Menschen übernehmen die Kosten und der Bauer wirtschaftet und stellt seine Ernte zur Verfügung. Also ganz praktisch, dass dann die Menschen eben auf den Hof kommen oder in die Verteilstellen und eben mitnehmen, ohne dafür, dass genau abgezählt wird, du bekommst so viel oder so viel und das kostet das, sondern es geht darum, einfach Bewusstsein zu nehmen, was kostet Landwirtschaft. Was kostet die Landwirtschaft, die wir haben wollen? Was kostet das, artgerechte Tiere zu halten? Was kostet das, eben die Pflanzen naturgemäß und den Boden naturgemäß zu düngen? Was kostet das, dass der Bauer diese Arbeit tut? Und ja, es hat sich vor 2 Jahren ein Netzwerk Solidarische Landwirtschaft gegründet, also ein Verein auch, von zurzeit, sage ich jetzt mal, ungefähr 30 Höfe in Deutschland, Österreich, Schweiz, die sich zusammengeschlossen haben und nach dieser Art und Weise arbeiten. Die betreiben auch eine Webseite, solidarische-landwirtschaft.org, wo man ja, dann einfach auch Kontakt bekommen kann. Es gibt Flyer dort, es gibt
Tagungen, Veranstaltungen, wo man eben ja, näher einsteigen kann in diese Thematik und einfach Erfahrungen austauschen kann. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht mit der Verteilung, mit den Finanzierungen? Ist ganz unterschiedlich. Es gibt Höfe, die schon lange Höfe waren und dann gesagt haben, und so, jetzt machen wir solidarische Landwirtschaft. Es gibt Höfe, die aus den aus Initiativen von Verbrauchern sozusagen entstanden sind, wo die Verbraucher gesagt haben, das wollen wir machen und haben sich dann einen Hof gesucht und haben sich einen Gärtner gesucht und haben dann angefangen. Und ja, also es kommt immer drauf an und welche Menschen da sind. Manche Initiativen gehen, wie gesagt, von Verbrauchern aus, manche von Bauern. Und dann setzt man sich zusammen und schaut einfach, was brauchen wir als sozusagen Menschen, welche Dinge werden benötigt, und der Bauer schaut eben, wie kriegt er das organisiert und was kostet das, und stellt dann den Plan auf. Und also das ist halt etwas, was ja, sehr typisch ist, dass eben der Bauer seine Zahlen offenlegt. Es geht nicht darum, dass der Bauer vor irgendjemandem irgendwelche Zahlen verstecken muss, sondern er macht einen Haushaltsplan, er legt seine Kosten offen und dann weiß man, wie viele Menschen teilhaben, und dann muss diese Summe aufgebracht werden. Und es gibt Höfe, die machen es einfach, die teilen es glatt, sozusagen jeder zahlt den gleichen Betrag, aber andere Höfe machen es auch so, dass sie eben fragen, was kannst du geben? Dann gibt jeder sozusagen sein persönliches Gebot ab, und dann schaut man hinterher, reicht es nicht, dann wird eben, muss eventuell nochmal nachgelegt werden. Also, ja, Bieterrunde nennt sich das, wo dann jeder eben persönlich sagt, was er geben kann, und wenn die Summe zusammen ist, dann kann es losgehen. Und also was für mich das Besondere daran ist, einfach, was ich auch in diesem Netzwerk erlebe, ist eine ganz große Begeisterung da. Und ja, es ist einfach auch, so wie wir das hier in Alsfeld erleben, es ist ein Prozess. Es entstehen ganz unterschiedliche Dinge dann auch auf den Höfen. Also jetzt bei uns in der Nähe zum Beispiel ist ein Hof, die haben jetzt auch einen Kindergarten auf dem Hof eingerichtet. Solche Dinge, pädagogische Dinge. Der Buschberghof, der in Deutschland der erste war, die haben auch damals schon Sozialtherapie gemacht. Ja, es entstehen ganz neue Möglichkeiten, dadurch, dass Menschen sich zusammenfinden und ja, einen Ort ergreifen, sag ich mal. Und dass der Bauer das eigentlich nicht mehr als ein Feld hat, wo er seine Gewinne maximieren muss oder kann oder ja auch muss, wachsen oder weichen. Diese alte Formel, die eben lange Zeit galt oder die immer befolgt worden ist oder propagiert worden ist, ja, dass man das als Lüge erkennen kann. Also sondern diejenigen Menschen, die an einen Ort kommen und da Landwirtschaft betreiben wollen, die können das auch tun. Und der Bauer muss nicht irgendwelchen Dingen hinterherrennen, sondern er kann die Landwirtschaft so machen, wie er das von seinem Herzen her tun möchte. Ja. Mit der idealen Tierhaltung, mit der richtigen Düngung, mit all den Dingen.
soweit erstmals Anregung. Können wir das so? Ja, vielen Dank, Hinrich, Jakob. Das kommt davon, wenn man gesiezt werden will. Jens Becker begrüße ich als Nächsten. Hallo. Ich bin Jens Becker, ich bin 36 Jahre alt, bin Ingenieur, auch interessiert an Lösungen. Was? Zu laut? Schon wieder. Nimm das, meinst du, das haben Sie schon runtergedrängt. Das haben Sie schon runtergedrängt, okay. Das. Nicht layoutet, dann machen wir nochmal. Schon da? Okay, das ist aus dem Rahmen gerückt. Ich habe es mit OpenOffice hergestellt, mit einer kostenlosen Software. Und das Microsoft-Programm hat anscheinend die Formatierung nicht übernommen. Das ist halt manchmal bei Open-Source-Lösungen so. Sie sind improvisiert, sie sind etwas eigen und vielleicht auch nicht so komfortabel wie käuflich zu erwerbende Lösungen, wo Kapital hintersteht. Mir geht's oben steht das Service-Netzwerk. Das ist eine Initiative, die von mir ausgeht. Projekt Aufbau von autarken Versorgungssystemen gemeinsam mit allen interessierten Menschen und Bewegungen. Open Source, also wie diese Software, mit der ich das erstellt habe, ist eine Idee, dass man praktisch, dass Leute freiwillig ihre Arbeitsleistungen hineingeben in gewisse Projekte, wo dann auch alle freiwillig davon kostenlos auch profitieren können. Und sowas gibt es bei Software schon im Computerbereich, im IT-Bereich seit über 10, 20 Jahren, also schon immer. Jetzt gibt es auch Gartengeräte oder andere Geschichten, die auch Open Source gemacht werden. Und jetzt können wir sogar, denke ich, ein Versorgungssystem aufbauen. Wir als Alternativdenkende werden oftmals halt belächelt, weil wir halt irgendwie abgehobene Sachen machen, aber uns nicht mit den Grundlagen des Lebens befassen. Nun zeigt sich, dass das bisherige Wirtschafts-, Finanz- und Versorgungssystem labil ist. Der Euro, Zypern-Effekt, das ist also Scheingeld, was halt rasiert oder weggenommen werden kann. Und nun können wir zeigen, dass wir wirklich Lösungen schaffen können, dass wir die Basics gebacken kriegen, dass wir die Lebensmittelversorgung hinkriegen, zum Beispiel durch solidarische Landwirtschaft und aber auch nicht nur durch einzelne Höfe oder Lebensinseln, sondern durch Vernetzung, dass wir uns verbinden, dass wir Transportwegeketten schaffen, zum Beispiel mit Leuten, die sowieso von A nach B regelmäßig fahren und Menschen mitnehmen können oder Waren mitnehmen können, Lebensmittel in erster Linie. Und da können wir ein solches Transportnetzwerk aufbauen. Und ich mache eigentlich nicht viel mehr, als Leute zu vernetzen, die sowas machen. So haben wir bisher ein paar Flächen Land, die bewirtschaftet werden wollen, gefunden. Muss man kurz auf die Uhr gucken. Also wir haben ein paar Flächen Land. Wir haben Leute, die auch von A nach B fahren. Und jetzt geht es, das zu verbinden. Ich habe jemanden, der in Frankfurt ein Nahversorgungssystem, ein Fahrradkurier aufbauen möchte. Das fügt sich alles. Also wenn wir eine Absicht haben, was aufzubauen, dann fügen sich die Verbindungen, dann kommen genau die richtigen Leute zusammen. Ja, wenn wir ein Lebensmittelversorgungssystem auf die Beine stellen, parallel zum bestehenden, dann braucht die Krise nicht stattzufinden. Dann können wir zumindest unsere Grundbedürfnisse erfüllen und können nicht durch irgendwie Wegfall, Verteuerung von Lebensmitteln oder schlechte Lebensmittel oder sowas erpresst werden zu reagieren, sondern wir können agieren, wir können anfangen, das Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ich sammle also Informationen von Menschen. Es würde mich freuen, wenn viele mitmachen würden, die halt entweder also Interesse haben, ein Grundstück zu kaufen, wo man Familienlandsitz drauf errichten kann oder fahren von A nach B oder eigene Ideen haben oder Computerprogramme programmieren, wie man diese Mitfahrten und Grundstücke besser vernetzen kann. Ja, das sind dann Puzzleteile, die fügen sich von selbst zusammen. Das Service-Netzwerk selber befasst sich mit dieser Idee und wir sind eine Initiative innerhalb von Neudeutschland, innerhalb des Königreiches Deutschland und wir wollen dort einen Staatsbetrieb gründen. Ja, hier gibt es vielleicht auch geteilte Meinungen zu diesem System Königreich Deutschland. Man muss ja auch nicht immer 100% mit allem übereinstimmen, aber es ist allemal, denke ich, verlässlicher für diese Strukturen.
als das jetzige BRD-System, das ja auch stabil und von Lobbys getragen ist, also nicht so stabil ist. Und ja, also wir machen das Service-Netzwerk innerhalb dessen, aber wenn es andere Gesellschaftssysteme oder andere Initiativen gibt, die halt eigene Ansätze haben, dann wollen wir auch denen unser gesamtes Wissen zur Verfügung stellen und mit denen zusammenarbeiten oder mit Einzelmenschen. Also es geht ja nicht darum, irgendeine Bewegung dogmatisch zu vertreten, aber dieses Königreich Deutschland, das bietet einem eine gewisse Unabhängigkeit, Steuerfreiheit, Baurecht, Impfpflichten entfallen, Quoten entfallen, die ganzen Regulierungen, Codex Alimentarius entfällt, aber auch Subventionen entfallen. Das heißt, wir brauchen Eigenverantwortung da drin. Und dann haben wir zwei Unterinteressengruppen. Einmal welche, die sich mit dem Erwerb von Land, günstigen Grundstücken, die man dann vielleicht auch temporär bebauen oder auch bewirtschaften kann. Und eine zum Thema Versorgungs- und Logistiksystem. Also Warenverteillager, Mitfahrten, Transportketten. Und da haben wir Telefonkonferenzen unter der Nummer hier 040 1888 1088. Die PIN 644619. An diesem Montag eine Telefonkonferenz für alle interessierten Leute, auch die, die jetzt über OkiTalk zuhören, zum Thema Grundstücke bebauen oder verwalten. Und an diesem Donnerstag, 9. Mai um 19 Uhr, eine weitere Telefonkonferenz zum Thema Versorgungs- und Logistiksysteme. Und ich habe Listen auf dem Tisch da hinten ausgelegt, falls Sie Lust haben, sich daran zu beteiligen, an so etwas oder Interesse haben, dann können Sie sich in diese Listen eintragen. Also es ist an einem der leeren Tische da drüben. Und da hatten wir noch eine weitere Telefonkonferenz, die ist hier gerade ausgeblendet. Das war im Juni irgendwann. Das, naja, sieht man wohl nicht. Vielleicht kannst du das probieren, das hochzukriegen. Ja, genau. Also wir können zusammenarbeiten, auch netzwerkübergreifend, organisationsübergreifend, wenn wir halt die Unterschiede überwinden. Das ist auch an Alsfeld ganz toll hier, dass hier einfach Leute und Bewegungen zusammenkommen, ohne zu sagen, ja, mein System ist besser als deins. Die Mittel sind da, die Menschen sind da, genau. Dienstag, 9. Juli, 19 Uhr. Das ist die Nachholtelefonkonferenz für alle, die uns auf OkiTalk auf der Aufzeichnung oder auf BewusstTV sehen. Können sich gerne auch einklinken und dann können wir Folgetermine vereinbaren und ein Netzwerk stricken. Es ist alles eine Frage der Beteiligung. Ja, wir sind einfach da und ein System ist vielleicht erstmal im Kleinen etwas unkomfortabel, die Transportwege sind weit, das wollen wir vielleicht erstmal noch nicht, aber das ist erstmal notwendig und dann werden, je mehr Leute mitmachen, die Transportwege immer kleiner werden, der Komfort immer größer werden. Im Moment ist es, auch ich lebe noch zu 99% von Euro. Aber das kann alles, wir können uns parallel eine Existenz aufbauen mit einem unabhängigen Versorgungssystem, die dann so komfortabel wird, dass irgendwann auch wieder die Stundenzahl zurückgeht und man vielleicht von 2 bis 3 Stunden Arbeit am Tag dann auch satt werden kann und noch mehr hinbekommen kann. Und das Ganze kann in einen zivilisatorischen Aufbruch münden, dass wir eine neue Zivilisation aufbauen, parallel zu der bestehenden. Sowas gab es ja anscheinend schon mal oder sowas gibt es vielleicht auch im Künstlichen. Richard Dolan gibt es einen Autor. Der nennt das Ganze Breakaway, also Fortbruchszivilisation. Und ich denke, wir sind an so einem Spaltpunkt, wo die Leute die Eigenverantwortung übernehmen, dann auch diese Technologien hinbekommen können. Aber das Ganze geht, denke ich, langfristig nicht mehr innerhalb des bestehenden Systems, sondern da gibt es diese Kontrollstrukturen, damit die Menschen den Planeten nicht kaputt machen. Ich danke und wünsche mir, dass sich viele von uns einbringen in ein solches Transportversorgungsnetz. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jens Becker. Wird gebraucht. Super.